Amarillos. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Weiter geht's mit Star Wars. Ich weiß nicht mehr, wie das Game heißt. Star Wars halt. Und wir können jetzt hier wieder zurückgehen, nachdem wir letzte Folge den fetten Roboter kaputt gekloppt haben. Klingt, als wollt ihr meinen Anteil verdoppeln. Ist das so BD? Ah ja, krass. Das ist schon geil jetzt mit diesem Hinterhaken hier. Gibt's irgendwas? Ne? 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 Piu! Sehr gut. So, da ist das Raumschiff. Da müssen wir rein. Ja, schön dich zu sehen. Ach, da ist noch so einer von den Boys. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo bliebe sonst der Spaß? Wie macht sich der Neue? Wo bliebe sonst der Spaß? Ein bisschen geschwätzig. War gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gelbs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Hast geklopft. Hinten Zeichen vom Kerl. Batista! Batista! Hab grad mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey Kerl, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstemmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Bin gespannt. Zieh dir's durch. Erstmal ein Durchziehen. Trifft die Crew bei der Yacht. Kerl über diese Kluft. Was soll ich tun? Du hast ein Jetpack. Benutze es. Benutze es. Warum habe ich kein Jetpack? Ich halte diese imperialen Hacker im Schach. Aber selbst ein Genie wie ich hat Grenzen. Achso, ich muss da hinten hochklettern. Jo, ich gehe. Was ist das hier aber? Moment. Eine grüne Lasertür. Alles klar. Schieb! Okay. Danke euch. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe L1 gedrückt. Bravo, sagt, ihr werdet immer noch gesucht. Okay. Vielleicht solltet ihr beim nächsten Mal auf Syndikat-Tattoos achten, bevor ihr einen Kampf vom Zaun... Hey, Kerl, wie läuft's bei dir? Ich genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit Jedi-Kraft. Ich denke, das kriege ich hin. Ein bisschen Jedi-Kraft habe ich doch im Petto. Hey, Kerl. Ich habe versucht, die Streben zu bewegen, aber... Ja, Gabs hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Muss jetzt runterklettern, hä? Streben zu bewegen. Erste Streben weg, Gabs. Sie? Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Puh, ihr seid dran. Warte! Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Alles klar, Kerl. Da geht's ziemlich weit runter. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Carida, habt ihr den Arsch gerettet? Du schuldest mir ein Schiff. Und hüpf. Protokoll. Ich hab ihn für dich gelockert. Nicht übel, Kerl. Spring rüber. Wir ziehen sie runter. Ich bin drauf, Gabs. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Mega geil. Ah. Kommst du? Die Crew wartet auf dich, du Trödler. Ich
Komm doch, ich komm doch. Ich hack das Ding. Jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Geile Yacht. Mit rotem Teppich. Ach, da ist er. Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Drücke R1, um bei Charakteren mit einem Indikator über ihrem Kopf einen Gedankentrick anzuwenden. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Belohnung. Entsperre es, dann wirst du belohnt. Ich werde belohnt werden. Ich werde das Terminal entsperren. Ich belohne den aber nicht. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte. Das ist ein bisschen weggetreten. Was haben wir da? Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Will er denn aushandeln? Ist der Meschugge? Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden sie wissen, dass die Jedi für sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Sind nichts mehr? Bringe den Senator in Sicherheit. Echo wahrnehmen. Mit welchem Verhandlungswerkzeug soll ich beginnen? Habt ihr nicht von mir behauptet, ich sei scharfzüngig? Das hier ist stumpf. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Wilder Typ. Lasst mich gehen, sonst werden eure Freunde leiden. Haben wir einen Plan für den Senator? Ich überlege noch. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Ich glaube nicht, dass er fliegen kann. Coop. Portisa! Portisa! Gunta! What the fuck, Alter? Haben wir, was wir brauchen? Ja, bin gespannt, was Saul als nächstes für uns hat. Erstmal müssen wir mit diesen Informationen an die Oberfläche. Erstmal müssen wir irgendwas machen hier. Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Krebs in seinem... Wow! So lange, während
ihr Schatten nachgejagt habt und ich da. Was zur Hölle? Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben. Schießt! Oh! Pass auf! Shit! Cal, wir müssen weg! Cal, komm zurück! Cal, wo willst du hin? Komm zurück, Cal! Ach, Scheiße, was ist das denn? Ist das ein Witz? Alter, ist das Sackfleischfabrik? Ih! Gabs, die Zwillinge. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Die jagen uns, Kumpel. Wir müssen ihnen einen Schritt vorausbleiben. Gar keinen Sinn, dass ich da hochspringen kann, aber okay. Ah, hier haben wir einen Meditationspunkt. Wir sind hier einfach in der Hackfleischfabrik. Unterstadt Fleischfabrik. Es sieht aber nicht nach Hygiene hier aus. Ich ruhe mich aus, weil... Ja, warum nicht? Es erinnert mich ein bisschen an Odds Dings World. Wie hieß das nochmal? Wisst ihr, was ich meine? Apes Odyssey. Oh, da steht noch so ein Roboter, oder? Aktiviere Sicherheitsprotokolle. Alter! Das werden Sie bereuen. Junge. Kontrolliertes Vorgehen. Geil. Kontrolliertes Vorgehen. Stimbehälter. Den können wir gebrauchen. Oh geil, jetzt habe ich das Stim mehr. Sehr geil. 3 Stims ist ja schon mal... Das ist ja schon mal was Cooles. Sehr belohnend, sehr belohnend. Hergekommen. Okay, ich glaube, wir müssen dann da hinten hoch. Lass uns da hinten rüberlaufen. Na, du Scheiße. Schieß. Warum explodiert denn das Teil, Mensch? Was? Das ist ganz schön hoch hier überall. Dieser Weg ist versperrt. Nein! Los, wir kommen später wieder. Ach, Scheiße. Ich werde der 9. Schwester deinen Kopf bringen. Ich werde dich leiden lassen.
Ja. Okay, Stim. Okay. Easy, easy. Okay, der war gar nicht so leicht, der Typ. Wo kam der überhaupt her? Gehen wir, BD. Was ist dahinter? Da will irgendeiner durchkommen. Hier passiert doch gleich irgendwas. Hängt einfach so Hackfleisch rum. Warum arbeitet hier denn niemand? Was ist denn das? Da kam eine Maus. Noch eine Maus. Machtessenz. Maximale Macht erhöht. Ja, voll cool. Vielen Dank. Er ist irgendwo hier drin. Guck mal, das hätte ich fast verpasst. Halt dich bereit. Halte R1 und drücke Kreis, um einen Gegner vorübergehend zu verwirren, damit er seine Verbündeten bekämpft. Halte sie auf. Das ist ja geil. Cool. Sie hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. R1 und dann. Also mit R1 schalte ich mehrere Fähigkeiten frei. Truppler, wir müssen vorsichtig sein, Kumpel. Ich kann kaum erwarten, diesen Jedi zu finden. Das wird mein erster Abschluss. Was haben wir da damit? Ballert der? Okay, gerade so, gerade so. Scheiße. Die wissen nicht, dass ich hier bin, hä? Was, Laser? Siehst du ihn schon? Nein. Du? Krass. Den hab ich. Ach, okay. Ich muss befehlen! Oh, weg, 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 weg. Wow. Wow, 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 was explodiert hier? Also wenn man im richtigen Moment blocken drückt, dann kann man kontern. Das ist ein bisschen wie bei Sekiro. Das ist ganz geil. Ich liebe Games, wo man das machen kann. Das ist einfach die geilste Mechanik, die je in Games gemacht wurde. Kontern, Alter. Und dann auch noch mit so geilen Moves. Ich meine, es ist nicht so geil wie bei Batman oder Spider-Man oder so, aber es ist ja trotzdem ein cooler Move. Wobei bei Batman ist es eigentlich noch geiler war als bei Spider-Man. Warte mal, ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwas. Nee. Komm her, BD1. Das macht so keinen Sinn, diese Wände da hochzugehen. Ah, guck mal hier. Sieh mal einer, guck. Die Macht ist mit mir. Wir haben hier einen Meditationspunkt, wir haben aber keine Fähigkeiten, leider. Was ist das für eine Tür? I don't know. Oh, da hinten ist Klopperei. Warum kann man hier so weit gehen? Ist hier was? Bruder, nee. Es sieht so aus, als könnte man da hin, aber ich trau mich nicht. Bis da hinten runterlaufen, dann runterrutschen und dann da lang gehen. Sieht es so aus, als wäre das ein Weg? Es ist kein Weg, glaube ich nicht. Okay. Dann lass uns hier runtergehen.
Okay. Kann man nichts machen. Also ich finde, der läuft ein bisschen komisch. Oh shit. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Das so, yo! Ich bin am Leben. Kerl! Schön, dich zu Soll sehen. Soll ich dich mitnehmen? Oh. Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Wir müssen sie ausschalten. Wie denn? Und jetzt die Macht durch. Krass. Junge, das tut weh. Ey, wenn du da aus 10, 15 Metern auf die Hüfte knallst, auf Stahl. Ich hab das Gefühl, manchmal brechen die Frames ein bei dem Game. Oh nein. Das ist die neunte Schwester. Oh, die haben wir doch im ersten Teil schon platt gemacht, wie Sau. Mit unfairen Mitteln. Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Ich werde dich Stück für Stück auseinandernehmen. Nein, nein, kleine Ratte. Da stehen wir nun. Du kannst es nicht aufhalten. Was muss ich denn dagegen machen? Warum habe ich denn jetzt zwei Schwerter? Geil, jetzt habe ich zwei Doppelschwerter. Zwei Schwerter Kampfstil erhalten. Kel kann jetzt im Kampf den Zwei-Schwerter-Kampfstil einsetzen. Der Zwei-Schwerter-Kampfstil ermöglicht schnelle Angriffe und eine verbesserte Machtparade, bietet aber weniger Ausdauer. Yo, 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 yo. Ach so, da muss ich drüber springen. Noch ein Stim. Mal ist der Scheiß wieder.
Nein! Oh! Nicht schnell genug! Bin ich nicht kaputt? Von diesem Tag habe ich immer geträumt, weißt du? Was soll ich dagegen machen? Halte, wenn der Zweischwerter-Stil ausgewählt ist, Dreieck, um die Meißangriffe einschließlich Projektile automatisch zu parieren. Okay. Du hast deine Freunde. Asana. Das war ja easy. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Stirbt ihr jetzt? Dein Name lautete Massana Tide. Es ist Zeit, dich zu befreien. Oh shit. Boop. Ja. Mir geht's gut. Jetzt kann ich auswählen, was ich haben will. Doppelklinge? Oder ein... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Das hat mehr Stärke, weniger Reichweite, weniger Verteidigung. Drücke L1, um Angriffe abzubrechen. Überwältige Gegner mit einem Schlagwirbel. Drücke L1, um Angriffe abzubrechen. Ein hochgradig mobiler, energiegeladener Kampfansatz. Am besten geeignet für den Kampf gegen mehrere Gegner auf einmal. Dann nehme ich schon mal das hier mit, oder? Das ist ja wild. Okay, das ist dann halt gegen mehrere Gegner gut. Boah, das bringt richtig die Framerate ins Schwitzen hier, das Feuer. Wo muss ich denn hin? Da ist zu. Da hinten muss eine Tür sein. Hacken. Ah. Achso, hier kann ich mich durchquetschen. Gung, 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 gung. Ah! Okay, lass uns meditieren. Ich habe nämlich... Ah, oh, ich habe fast einen zweiten Punkt bekommen. Gut, dann ruhen wir uns aus. Skillen mal eine zweite Fähigkeit. Macht Lichtschwert. Guck mal, was es da so gibt. Strudelsprung. Diese Fähigkeit kann ich gar nicht machen. Drohender Sturm. Halte Viereck, um rasche Angriffe auf einzelnen Gegner auszuführen. Ach so, Doppelklick, ach so, zwei Schwerter, ein Schwert. Fliegergras nutzt Macht.
Eigentlich ganz geil. Endloser Hurricane. Tanzende Klingen, Zwillingsvipern. Halte L1 und drücke dann Viereck, um anzugreifen und nach hinten zu springen, um Distanz zum Ziel zu schaffen. Ich glaube, ich spiele mit der Doppelklinge. Sprintattacke. Luftangriff. Also ein Schwert klingt hier schon fast am geilsten. Kontrollierter Wurf mit der Doppelklinge. Da kann ich die Doppelklinge werfen. Doppelorbit, Strudelsprung. Also Doppelklinge haut mich nicht so vom Hocker. Tanzende Klingen. Das hier sieht schon geil aus. Konzentriertes Parieren. Aufteilendes Reflektieren. Wir gehen einfach mal auf die zwei Schwerter. L1. Ah ja. Drücke dann Viereck, um nach hinten zu springen. Widerstandskraft. Verwirrung, Telekinese. Jedi-Konzentration. Kells maximale Macht erhöht sich. Ah, Macht habe ich gar nicht so Bock zu skillen und hier diesen Telekinese-Kram. Verwirrung. Verlängert die Zeit, in der Gegner angreifen, wenn sie verwirrt sind. Das finde ich schon eher cool. Kann ich gar nicht skillen. Achso, ich habe gar keine Fähigkeiten mehr. Okay, null verfügbar. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir haben ja bald wieder ein Fähigkeitsding frei. Jetzt habe ich einen Fertigkeitspunkt erhalten. Ja, okay, den geben wir beim nächsten Mal aus. Dann haben wir was, worauf wir uns freuen können. Boot, bravo. Könnt ihr mich hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht. Falls nicht ist. Oh. Ich glaube, ich werde gesucht hier. Ich krieg den. Jawohl. Kann ich nicht verfolgen. Holt euch das Ziel. Bruder! Was soll das denn hier? Aber wer ist denn diese grüne Person da? Das wird bestimmt lustig. Warte. Können wir den? Alter. Wie konnte das passieren? Lass euch von ihm sicher. Ich kann den nicht anvisieren. Nimm mich nochmal.
Cool. Guck mal, gegen die habe ich nichts gemacht, gegen die beiden da. Die haben sich einfach selber umgenietet. Das ist natürlich geil. Luftverkehrskontrollstelle. Okay, dann einmal in die Luft zum Verkehren. Zur Decke klettern, gut. Und dann hier runter. Ah, war, ich habe richtig gedacht. Der Hangar ist nicht weit. Ist das eine Tür? Das ist eine Tür. Ist hier irgendwo was? Was ist hier? Das sieht immer verdächtig aus, wenn es hier sowas gibt. Immer sehr verdächtig. Ich habe bestimmt schon das ein oder andere kleine Schmankerl verpasst hier unterwegs. Guck mal, hier zum Beispiel, das meine ich doch. Mehr Priorit. Prioritklumpen. Aber gut versteckt da an der Stelle. Ah, da sind sie doch. Ihr beide lebt. Dank dieses verrückten Gundak-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Gundak-Sohn, du. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, bitte, ruf die Schiffe. Verdammt. Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo. Gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay. Ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrotsammler. Schrotsammler. Okay. Auf geht's. Open the door. Was ist das? Eine Zelle? Kann ich nichts machen. Muss ich wahrscheinlich Blitze hochschießen oder so. Oder absorbieren. Whatever. Geh in Stellung. Ich gebe euch Deckung. Ziehen wir es durch. Ah, guck mal hier. Jetzt können wir noch unseren Punkt ausgeben. Einmal ausruhen. Dann bei Macht skillen wir Verwirrung. Gut. Weiter geht's. Open the door. Bravo, es geht los. Alter. Feuer! Haltet eure Fotos, wir werden dich sprinten lassen. Wer möchte? Kann ich den verwirren? Kann ich nicht. Okay, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Hä? Ich kann das doch machen und dann? Okay, verstehe ich nicht diese Fähigkeit. Mit Spartakus! Ach nee. Junge! Kann ich den verwirren?
Sie werden nicht wissen, was sie erwischt. Er hat den voll weggekickt. Tut mir leid, wenn du mit mir spielst, ist das Spiel von Anfang an manipuliert. Okay, Pamarillos, läuft doch gut. Was war das? Ich würde seine Waffe klauen. Kann ich hiermit irgendwo hinfahren? Nein. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, ja, im Vakuum, oder? Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Heilsender? Der andere ist auf der Mentes. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Möge die Macht mit dir sein. Bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Das wäre geil, wenn es auch ein bisschen so Ballermissionen gäbe. Wie bei Star Fox früher. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Das Portal wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Yo. Wir haben Gesellschaft. Alter, TIE Fighter. Auf mein Zeichen bremsen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Da hat gar kein Zeichen gegeben. Warum bremsen die nicht auf? Sehr gut. Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Mehr Feinde. Ich stehe aus, um sie wegzulocken. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Die treffen auch nie was, diese scheiß TIE Fighter. Festhalten! Yo! Yikes! So kann man's auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Das ist unser Ausgang. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Wir sind ausgefallen. Wir sind fast da. Oh, shit. Da hat's wieder einen zersägt. Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschick so lange die Infos. Krass, wie die einfach keine Laptops oder sowas haben in der richtigen Tastatur, sondern immer nur so Röhrenmonitore mit großen Tasten. Geschafft. Hey, BD! Hey, drehst du einen Holo-Film? Hey! Ah! Dann lass mich aber gut aussehen, okay? Nimm eine Schokoladenseite, ja?
Füße vor meinem Tisch, Kleiner. Gut. Wie wir erhofft haben. Dieses Buch ist eine Kopie aus dem Jedi-Archiv. Sehr gut, Sophia. Ich wünschte nur, das Imperium hätte den Rest nicht bekommen. Hab Geduld. Dieser Krieg wird nicht schnell gewonnen sein. Und nicht allein durch uns. Die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datomir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Rip. Weißt du, ich hole nicht oft ein altes Familienrezept wie das hier raus. Also was sagst du? Merrin! Es ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist köstlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredit bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Das Gyro ist hin. Na, großartig. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? Ja. Ruf das Cobra-System auf. Da hast du dich also niedergelassen. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mantis reparieren kann, dann Grease Stridus. Glaubst du, wir schaffen's? Blim. Für Sogera. Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du weißt ja, wie er auf Unordnung reagiert. Räumen der Mantis auf? Was soll ich nie aufräumen? Interagieren. Zusammenbau. Das sieht ja cool aus. Werkbänke freigeschaltet. Lichtschwerter und BD1 können jetzt in Werkbänken des Spiels modifiziert werden. Du kannst jetzt deine Lichtschwert-Klingenfarbe ändern. Du kannst zudem Lichtschwert-Komponentenmaterialien und Verschleißzustand ändern. Zusätzliche Optionen zur Anpassung des Lichtschwerts findest du im gesamten Spiel. Du kannst jetzt Teile, Materialien, Lackierungen und Zustand von BD1 anpassen. Weitere BD1-Anpassungsoptionen findest du im gesamten Spiel. Bringen wir das zurück zur Werkbank. Okay, aber war die Werkbank nicht hier eigentlich? Wo ist denn die Werkbank? Gab es da nicht Pilze? War das nicht die Werkbank? Ich dachte mal, hier war die Werkbank. Ist das die Werkbank? Das ist der Esstisch. Hier ist das Essen. Keine Ahnung, was hier ist. Ist das die Werkbank? Ah, das ist die Werkbank. Gute Gelegenheit, mir meine Ausrüstung genau anzuschauen. Mhm. Ist der Einschwertkampfstil ausgewählt, wird nur eine Klinge genutzt, was der Hälfte des Lichtschwerts entspricht. Ist der Doppelklingenkampfstil ausgewählt, werden beide Klingen genutzt. Was für den gesamten Lichtschwert? Okay. Ist der Zweischwerter, werden beide Klingen unabhängig voneinander genutzt, was sie helfen? Okay. Lichtschwert. Ich habe nur die beiden. Moment. Hm.
Mehr Teile habe ich hier nicht. Knauf habe ich auch nichts. Dann nehmen wir natürlich das da. Und nehmen wir hier das. Materialien. Poliert. Geil, weiß natürlich fett. Die haben auch andere Sounds. Gelb. Indigo. Ich finde ja eigentlich weiß ganz geil. Materialien. Griff. Aha. Zustand. Uralt. Ne, ich will eigentlich makellos haben. Oder machen wir gut erhalten. Vorschau. Eine ordentliche Option. Akzent. Wenn ich auf Akzent gehe, machen wir Gold. Sekundär. Auch. Es gibt nur die Materialien hier. Primär. Dunkles Eisen. Chrom. Aber Klinge? Kann ich aber nur eine Seite machen. Das können wir nehmen. Kampfstile. Ah ja, die kann ich hier wechseln und BD1 kann ich hier wechseln. Kopf. Das sieht witzig aus. Audiosensoren. Ne, die sehen blöd aus. Beine. Ich glaube, ich lasse den so. Neuer Look für dich, BD. Aber du bleibst der Alte. Na cool, jetzt habe ich ein weißes Schwert. Da müssen wir mal gucken, wie das so... Ah, hier kann ich auch interagieren. Hier ist ein Meditationspunkt. Fähigkeiten habe ich aber keine. Aber ausruhen kann ich. Was sagt die Zeit? So. Eisen. Alter, wo bin ich denn jetzt? Kobo. So weit, so gut. Was ist das? Ein Riesenloch. Landen wir. Systemausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unsere Lichttriebwerke werden neu gestartet. Servo-Kuppe! Arriba, arriba. Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter.
Angst hat, Philipp. Wie robust dieses Schiff einfach ist. Das geht nie kaputt. Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Okay. Komm mit. Lol, wie auf meinen Rücken geflogen kommt. Ja, crazy. Also in der Grafik hat sich schon ordentlich getan seit dem, also ordentlich was getan seit dem ersten Teil. Es ist so ruhig. Sieht schon krass aus. Hat dir das gefallen? Na los, Kumpel, wir haben einen weiten Weg vor uns. Das sieht echt nice aus. Auch mit dem Licht und so. Sehr schön. Okay. Oh, was ist das für ein Tier? Also Grease ist auf der anderen Seite von all dem hier. Ich sehe mir das mal genauer an. Was machen? Was ist das? Panzertronto. Das ist mal ein Riesenvieh. Wir haben unser Ziel. Also nichts wie hin. Oh, der guckt mich an. Irgendwas anvisieren. Wenn du, was? Pin auf Holokarte anzeigen. Markierung. Da muss ich hin. Okay. Schauen wir mal, was wird. Gehen wir mal bis zum nächsten. Das letzte Mal, dass ich einen Luca-Hulk gesehen habe, war auf Bracca. Meditationspunkt. Das ist lange her. Prof, was würdest du jetzt sagen? Los! Die Mantis repariert sich nicht von allein. Ich hoffe nur, dass Grease die Teile hat, die wir brauchen. Ist ein bisschen so wie das erste Level vom letzten Teil. Da war man auch in so einem Grasgebiet. So, und da haben wir hier einen Speicherpunkt. Gut, machen wir jetzt mal Schluss für diese Folge. Ich habe immer überlegt, wir machen so 1-Stunden-Teile. Immer eine Stunde. Ich kann mir ja ganz gut gucken. Und dann sind es auch nicht zu viele Videos. Lehrenausbildung ist jetzt verfügbar. Training oder was? Okay, das ist einfach nur, dass es jetzt Training gibt. Gut. Gut. Losgehen, BD? Dann sehen wir uns in der in der nächsten Folge wieder. Taktischer Leitfaden. Zuletzt Gruppierungen, das galaktische Imperium, Datenbank, ist mir egal. Fähigkeiten, Kampfstile. Kell anpassen. Überlebender oder keine Jacke? Ich nehme keine Jacke. Hemd. Habe ich keins. Hose auch nicht. Bart. Frisur.
Hier kann man nichts machen. Stoppeln oder glatt, aber stoppeln finde ich besser. Ohne Jacke finde ich besser, das passt. Hemd. Ist es grau oder schwarz? Was ist denn, wenn ich so ein blaues nehme? Mit einem weißen Schwert. Das sieht doch mal cool aus, oder? Das finde ich nice. Finde ich nice. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Tschüss.